So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Christian Solmecke am Start, wir haben wieder die Highlights der Woche für euch vorbereitet. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche, der ist heute richtig genial. Also wenn die anderen schon genial waren, da ist der ja heute richtig genial und das sagen wir jedes Mal, deswegen glaubt es einem auch keiner mehr. Ich habe auch ein paar Bilder von mir selber mit dabei, ne, damit ihr vom Habanero Lime auch mitbekommen, was bei dem so abgeht. Wir wollen aber nicht lange weiter reden. Heute 10 Uhr ist nämlich auch das Teamarbeit-Event gestartet. Das heißt, ich will mit Pupsi dann nochmal einen Spaziergang machen zum Teegut. Da ein Team bilden, gucken, ob wir da ein paar Aufgaben lösen können. Man muss ja auch 3 Raids machen. Das heißt, ich habe nur einen Raid-Pass pro Tag, weil das ist ja Free-to-Play. Ich brauche also 3 Tage jetzt, um diese Forschung zu lösen, da ich 3 Raids machen muss. Und mal gucken, wie das dann wird. Ob ich da jeden Tag irgendwie was machen kann. Ansonsten, Videostart, würde Naturin sagen. Wir kommen zu den Highlights der Woche. Angefangen hatte die Woche bei mir hier mit diesem Shiny Felino. Das fand ich richtig cool. Erinnert mich, wie gesagt, immer an Isso, weil das eins seiner Lieblings-Pokémon noch war. Hat jetzt hier diese super Mütze bekommen im Spiel, in Shiny bekommen. Habt ihr auch so ein Shiny bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann ist mir aufgefallen, bei den Dragoran-Raids, die ich gemacht habe, ich habe jeden Tag einen Dragoran-Raid gemacht, mit dem freien Pass, auch die grünen Pässe von den Levelaufstiegen habe ich fürs Dragoran ausgegeben, habe ich ein XXL Dragoran bekommen. Das fand ich sehr cool, das mochte ich aufheben. Ein Krogel war auch dabei, das habe ich heute direkt dann in Showcase gesetzt, 10 Uhr, weil es gibt ja jetzt mit den Paldea-Startern Showcases. Durchs Tauschen habe ich dann ein 100% Dragoran mit Kostüm bekommen. Hier habe ich von dem Molly-Account rübergetauscht, ist 100% geworden. Wir sind Stufe 3, war kein Glückstausch, nix. Sieht man ja, ist ja kein Glück dran. Deswegen tauschen lohnt sich, sagt der Lennart ja auch immer. Bierschanga, Shiny aus der Feldforschung bekommen hier. Shinux, Goldbatzen mit Mütze. C-Day-Pokémon, aber mit dem Kostüm natürlich seltener, wertvoller, musste man damals raiden. Dann habe ich, weil ich jetzt gerade für ein Level-Up brauche ich Platin-Medaillen, habe ich mal einen Aufruf gemacht im Community-Tab, dass ihr mir vielleicht helfen könnt, wenn ihr Bock habt, mir zu helfen. Dafür müsstet ihr einen neuen Account erstellen und den Empfehlungscode von mir eingeben. Oder wenn ihr einen alten Account habt, den ihr schon ewig nicht angerührt habt, einen zweiten Account, einen dritten Account, einen vierten Account, der 90 Tage lang nicht gespielt hat, könnt ihr einen Empfehlungscode von mir eingeben. Also hier dieses YWTJG2JYJ, ich brauche da 50 Leute, ich bin jetzt bei 15 oder so, keine Ahnung, zur Not muss ich mir halt selbst was erstellen, aber das ist halt, bin ja faul, ne? Was nicht faul ist, die neue beste App, um euren Standort irgendwie zu verschärfen, ist PG Scharf. Danke an den Hypernoob für dieses Bild. PG Scharf, wer kennt PG Scharf? Wahrscheinlich niemand. Ist aus dem Fanchat heraus entstanden. Wenn ihr im Fanchat seid, habt ihr das vielleicht mitbekommen, warum da jetzt PG Scharf steht. So, ich mach's schnell mal weiter, bevor es wieder Ärger gibt. Lennart hier am C-Day keins bekommen, dafür aber eins mit Mütze in 100%. Der Pokéball Plus mal wieder hat ein Shiny Absol mitgenommen. Noch eins vom Pokéball Plus, Shiny Tanzer und dann hier geradet ein Shiny Krypto Arctos. Timo Rüger, Shiny Jean Renault oder Shiny Hannes. Mitgenommen. Cheffe zeigt uns seine schillernden und Hunderter der letzten Tage. Was haben wir denn da dabei? Pikachu, Lampi, Flauschling, Wabbel, Vulcano, Absol, Golett. Wir haben nochmal hier Monimorba, Schluppuck, Quabbel und so Zeug. Golett. 100%ige Molimorba, Garstella, Quaff, Quaff. Da stehen doch überall die richtigen Namen. Golett. Ich blick gar nicht mit durch. So, Shinaya 100% dick da mit Hut. Shiny, Quabbel, Shiny, Schimmel mitgenommen. Shiny, Quaff, Quaff, Shiny, Gladiandri, Erlös ist 100er. Knuffenser. Viva hat mir was gegönnt. 100% Glücksfelino aus dem Tausch heraus. Dragonite. Letzter Raid am grünen Frosch. Geil, Mann. Hat hier also auch ein Shiny Dragonite Dragoran mitgenommen. Mit dem Kostüm, das hat schon irgendwie was. Das sieht gut aus. Wenn ich meinen Main-Account noch hätte, hätte ich auf allen 18 Accounts jeden Tag so viele
Dragoran Raids gemacht, wie ich Münzen hab da drauf. Denn durchs tägliche Arena setzen haben die ja immer hier 40.000 Münzen oder so gehabt. Da hätte ich mit den Kleinen so viele Dragoran Raids gemacht, bis ein Shiny rüberkommt und hätte das mir auf den Main rübergetauscht. Da ich ja nur noch den Free-to-Play-Account hab und der nichts braucht, habe ich halt einfach geguckt, kommt was Free-to-Play rüber, kam nichts rüber, ist halt so. Also es hat sich komplett alles im Kopf, das Denken geändert und das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter. Und ja, ist halt langweilig, aber es geht halt irgendwie weiter. Die waren kurz hintereinander bei Kata zweimal Shiny Dicta aus dem ersten Raid bekommen, Shiny Cobalium, alles am ersten Tag der Fashion Week, Glibunge Quabbel und Viridium in Shiny. Die waren alle bei Kata. Nochmal Quabbel, Kusilla, Pichu aus dem Ei gebrütet mit dreckigem Hut. Das ist auf jeden Fall cool, das wollen viele Leute immer haben. Nochmal Quabbel und Shinux 100% mit Mütze. Raupi wäre zwar cooler gewesen, aber nimmt man trotzdem gerne mit auf Kaiser Kai, das Medbo. Cobalium hat zwar bei mir nicht gegönnt, aber wenigstens habe ich das geplust. Und danke nochmals, dass du mich in Cobalium Raids geschmissen hast. Kein Problem, immer wieder gern, dafür sind Raids für Zuschauer da. Dieser persönliche Touch ist mir auf jeden Fall wichtig, da auch auf extra Würste eingehen zu können. Wumpel Shiny also mitgenommen. Blood and Tears, etwas viel, war aber diesmal auch eine nette Woche. Haben wir hier 100er Felino, 100er Quabbel, 100er Smetbo, Galalavados, Pichu in Shiny, Molimorba Shiny, Shinox Shiny, Dragoran Shiny, Fukano Shiny, Pikachu Shiny, was geht denn bei der ab? Cobalium Shiny, Quabbel Shiny, noch die andere Sorte. Der kleine Habanero-Account ist also doch ein ganz großer. 5 Minuten Mikrowelle, esst mal die Habanero-Leimnudeln, die sind richtig stark. Alexander Ahringer, endlich ein Nebulak in 0% in Pokémon Go. Braucht man unbedingt, auf jeden Fall. Sören Max Out Monday hat hier sein 100%iges Roserade auf Level 50 gepusht mit 3359. Das ist auf jeden Fall auch eine Maschine. Tiso, Shiny Rexblazer mitgenommen, Quaffwaff mitgenommen, Glibunkel aus der Fashion Week in 100% mit Kostüm, Borki, Shiny Dragoran in der Luft fliegend, ein Wuppa! Da steht dann bestimmt hier Drago Knight, ja. Ist wieder so ein englischer Dude. Wuppa Shiny, Sneebel Shiny, Meditalis Shiny. Sag mal, ist das alles Englisch? Ist jetzt doch wieder Deutsch? Wild, mal ganz cool, auch wenn es geboostet ist. Wusste ich gar nicht. Aluhut hier. Shiny Knilz, Quaff, Waff, Lampi, Dick da. Ferkuli, guck mal, wie es zur Seite springt. Es hat wohl Angst vom Ball. Bisa-Fan Enzo, mein persönlicher Schocker der Woche für mich selbst. 100% Sneebel im Jean Renault Outfit. Marco FedEx hat hier noch ein 100% Viridio mitgenommen. Glückwunsch dazu. Ist mir damals im Stream eins mit Wetterbrust geflohen in 100%. Das war richtig scheiße. Später hat man es dann nochmal bekommen ohne Wetterbrust. Jetzt ist es weg. So, Maggie, Cobalium, Shiny mitgenommen. Luigi Serrada, Freundin, hat einfach 2 4-Sternige hintereinander gefangen am Knackrack Raid Day. Ihr seht hier 14.19 Uhr, 28.30 und 14.12 Uhr davor 28.30. Also 2 100%ige Knackrack aus 2 Raids. Back to back, wie ihr immer sagt. Das ist auf jeden Fall cool. Mega Knackrack im Solo, ohne Wetterbrust geschafft. Boss hatte Lehmschuss, Wutanfall, war vom Raid Day. Seht ihr hier im Solo, 20 Sekunden Restzeit auch noch über. Shiny mitgenommen noch am Raid Day. Dann wieder Solo, Crypto Raid im Dreier. Nachdem nun einen Monat später auch endlich mal Magma wütend werden konnte. Auch diesen Dreier im Solo ohne Edelsteine besiegt und noch ein Shiny Kirlia mitgenommen mit Kostüm. Guckt mal, wie schön das aussieht, wenn dieser Glanz hier drumherum ist. Also die Wut. 12 Sekunden über, alles stinkt. Guckt euch den Bildschirm an. Cumulus, Shiny Cobalium da mitgenommen, 100% Fluffeluff gebrütet. Shiny Crypto Arctos mitgenommen. Adoma Sun, sein Wurzel, ist ein C-Day-Pokémon. Trotzdem, finde ich hässlich, aber trotzdem. Kann man mit dem Fukano Shiny mitgenommen. Dennis King Bass. Das müsste ja eigentlich Schocker der Woche sein, aber ich glaube, wir haben in einer der letzten Folgen schon mal einen 100%
Krypto-Arktos gehabt. Das ist auf jeden Fall cool. Er hat hier kaum Bonbons, wie ich sehe. Sowas hätte ich ja im Dortmunder Raid-Bus auf Level 50 gezogen und gemacht bis zum Umfallen. Aber ihr seht, die Sucht ist nicht da. Darf man nicht. Ich könnte ja auch auf dem Habanero aufladen, aber nee. Nee, brauche ich alles nicht. Ich spiele jetzt ohne Legendäre, ich spiele ohne Geld, ich spiele ohne Spaß. Auf jeden Fall. Man muss immer so ein bisschen zwischen den Zeilen ein bisschen heulen. Das ist immer sehr gut. Mega Groudon hat hier, also der Daryl Dixon, auch 100% Dragoran mitgenommen. Aus der Spezialforschung direkt. Der musste also gar keine Raids machen. Der hat das direkt so aus der Forschung bekommen. Baloo hier mit einem Shiny Knilz. 100% Quabbel. 100er Nebulak. 100er Purmel. Und dann habe ich vom Chef 24 das C-Day-Ticket geschenkt bekommen, denn am Samstag ist C-Day Classic mit Voltilam. Da ist das Muttertier da, da ist Hannes da. Das wird das erste Mal C-Day, dass alle zusammen sind. Das ist bestimmt richtig krass. Ich werde ein bisschen rausgehen, eine Stunde streamen, wieder im englischen Garten, da rumlaufen mit den Konsorten. Ich hoffe, es regnet nicht. Danke, Chef 24 für das Ticket. Ich werde es in Ehren halten. Habt da wieder eine super Forschung. Werdet Spaß haben. Der 1 Euro würde ich euch auch empfehlen, jedes Mal mitzunehmen. Jetzt, das war's nämlich, kommen wir aber noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, Ali Schatz mit dem schwarzen Gummimund. Das ist Baloo. Der ist Rang 24 geworden in der GBL, der Legend Rang. Jetzt sagt ihr, ja und? Das ist doch oft bei vielen so, dass sie Legend werden. Wart ihr schon mal Legend in der Meisterliga? In der Go Battle League? Ich rede nicht von, dass man die letzte Stufe erreichen kann, wenn es keine Punkte gibt, wo es nur 20 Ligen gibt, 20 Ränge, sondern die richtige GBL, die ordentliche GBL, wo man eben Rang 24 erreichen muss, wo es um Punkte geht, wo man auf und ab singt die ganze Zeit hin und her. Jetzt haben wir einige Leute aber, die viel GBL spielen, regelmäßig Legend werden. Er hat hier dann aber im Encounter ein Shiny Lucha Libre Pikachu bekommen, ein Wrestler Pikachu. Und das finde ich stark. Ich glaube, ich kenne niemanden aus der Community oder hier vom Kanal, von den Zuschauern, von euch, der ein Shiny Wrestler Pikachu hat. Das wurde in dem Fanchat dann schon wieder ein bisschen niedergeredet, aber meiner Meinung nach ist das einfach verdammt selten. Und das ist nicht was, wo du einfach nur Glück haben musst, entweder kriegst du es oder nicht. Du musst auch Können beweisen erstmal, du brauchst erstmal Skills, du musst erstmal Rang 24 werden. Manche schaffen es nicht mehr Rang 10 zu werden, geben auf, weil sie keinen Bock haben und das denen zu mühselig ist, obwohl sie da noch nicht mal wirklich krass Skills brauchen. Selbst bis 20 brauchst du nicht unbedingt die heftigsten Skills, aber sobald es dann um die Punkte geht, kackst du voll rein, wenn du es nicht übelst drauf hast. Und wenn du es übelst drauf hast, musst du trotzdem erstmal zur 24 kommen. Dann hast du durch dein Können dir das Pikachu freigeschalten, was es alle 3 Monate einmal dann in der Season gibt. Und dann musst du Glück haben, dass dieses eine Pikachu aber auch noch shiny ist, shiny wird. Die meisten kommen nicht zur 24, die meisten haben einfach Pech. Auch wenn die Skills haben, haben die Pech und die meisten haben keine Skills. Und ja, wer aktiv spielt und keine Skills hat, sollte trotzdem mindestens 2 Wrestler Pikachu haben. Da es ja auch 2-mal die Season gab ohne Punkte, wo es nur bis Rang 20 ging, man dort ein Pikachu bekommen hat, gefühlt jeder hat also das Pikachu bekommen, das haben sie 2-mal gemacht, aber dieses Pikachu aus Rang 20 konnte nicht Shiny sein. Das Shiny gibt es nur aus Rang 24 GBL. Das finde ich cool, das ist der erste, der mir hier jeweils, glaube ich, jemals aus der Community ein Shiny Wrestler Pikachu geschickt hat. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Ich wünsche euch viel Spaß heute am letzten Tag, wo Kobalium da ist. Ab morgen müsste ja dann Terrakium in die Raids kommen, dann machen wir wieder ein Community Raid im Nicht-Community-Tab, sondern in der Raid-Gruppe, in der Telegram-Raid-Gruppe. Das ist für mich einfacher zum Posten mittlerweile. Deswegen geht da rein, wenn ihr da mitmachen wollt. Ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses.